Welcome back, ladies and gents. Ich bin Daniel Korte und in dem heutigen Video sprechen wir über den No Shave Movember und es gibt was ganz Besonderes zu gewinnen. Also auf jeden Fall bis ganz zum Schluss dranbleiben. Aktuell ist No Shave Movember angesagt. Und im November ist es halt so, dass die Männer sich zum Beispiel einen Schnauzer stehen lassen oder sich halt generell einen langen Bart wachsen lassen. Und warum das so ist, das habe ich ganz ausführlich auf meinem Instagram-Kanal erklärt. Kannst einfach mal die Story-Highlights abchecken. Dort erfährst du nochmal ganz ausführlich, warum es den Movember gibt. Wenn du Lust hast, kannst du mir an dieser Stelle natürlich auch sehr gerne auf Instagram folgen. Und das gleiche gilt natürlich auch für meinen YouTube-Channel. Wenn du noch nicht Part meiner YouTube-Community bist, einfach auf Abonnieren klicken, ist komplett kostenlos. Und wenn du Lust hast, schalt auch gerne die Glocke ein, dann wirst du immer benachrichtigt, wenn es ein neues Video von mir gibt. Zurück zum No Shave Movember. Leute, eines meiner letzten Videos zum Thema Bartwuchs beschleunigen ist bei euch richtig, richtig gut angekommen. Da gebe ich halt so ein paar Tipps, wie du deinen Bartwuchs beschleunigen kannst, ja, oder deinen Bartwuchs halt ein bisschen dichter machst und halt ein bisschen kräftigen Bartwuchs bekommst. Falls du das Video an der Stelle noch nicht gesehen hast, check das hier oben auf jeden Fall gerne mal aus. Und da einige Männer sich im Movember ihre Bärte wachsen lassen bzw. ihren Schnauzer lang wachsen lassen, ist der Movember der perfekte Zeitpunkt, um so ein bisschen mehr über Bart- und Rasurthemen zu sprechen. Und aus dem Grund werde ich auch auf meinem Channel so ein bisschen mehr über Bartthemen sprechen. Ich werde euch zum Beispiel zeigen, wie ich meinen Bartroller benutze und verwende. Ich werde zum Beispiel Minoxidil, ein Bartwuchsbeschleunigungsmittel, auch hier auf meinem Kanal testen. Und es gibt halt generell so ein paar mehr Themen zum Thema Bart und Rasur. Ich mache natürlich auch beim Movember mit. Ja? Ich lasse mir auch meinen Bart wachsen. Jetzt ist schon ein paar Tage her. Ja? Also Bart wächst auf jeden Fall und ich bin gespannt, wie ich Ende November aussehen werde. Aber Leute, nicht alle Männer können sich einen langen Bart wachsen lassen oder sich generell lange Haare wachsen lassen, weil sie einfach von Grund aus nicht mit so viel Haaren ausgestattet sind. Und dazu gehört auch André. André hatte wirklich heftige Geheimratsecken und fast gar keinen Bartwuchs. Schaut euch das mal an, so sah André noch vor kurzem aus, wirklich große Geheimratsecken und fast gar keinen Bartwuchs. Der André hat dann bei einem Gewinnspiel von Bartmann mitgemacht. Bartmann ist ein anderer YouTuber, der auf seinem Channel eine Bart- und Haartransplantation zusammen mit Elite Hair Transplant verlost hat und André war dann der glückliche Gewinner. Wenn euch das Video von Bartmann interessiert oder generell der Channel von Bartmann, dann checkt den hier oben gerne mal aus. Und mit diesem André habe ich ein kleines Interview geführt und schaut mal, wie dieser André jetzt aussieht. Richtig heftig, sage ich euch. So André, erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit gefunden hast und vorbeigekommen bist. Danke erstmal dafür. Gerne. Meine wichtigste Frage, ja, wie zufrieden bist du mit deiner Bart- und Haartransplantation? Also ich bin echt bombastisch zufrieden. Ich kann echt einen Vollbart tragen wie so ein Holzfäller und bin halt mega glücklich. Okay, super. Also das bin ich auch, ich meine, das ist ja auch das Ziel am Ende des Tages, ja. Hattest du persönlich auch Probleme damit, dass du zum Beispiel wenig Bart hattest oder auch wenig Haare in Anführungsstrichen Geheimratsecken hattest? Also ich hatte ja auch eine Haartransplantation und ich hatte halt hier verstärkte Geheimratsecken und im Bart hatte ich halt auch Lücken und der war halt auch nicht so voll, dass man ihn halt auch nicht so als Vollbart tragen konnte, deswegen, okay. Ja. Also hattest du schon auch persönliche Probleme, sodass du gedacht hast, okay, das ist schon auch so selbstbewusstseinsmäßig, dass du ein bisschen Knallknacks dadurch hattest, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also jetzt auf jeden Fall ist mein Selbstbewusstsein um 200% gestiegen und ja, das war halt mehr als glücklich. Das war schön zu hören. Ja. Und würdest du auch das Ganze weiterempfehlen, würdest du mit Bart und Haartransplantation auch weiterempfehlen, wenn jetzt zum Beispiel auch jemand nachdenkt, hey, soll ich das machen oder soll ich das nicht machen? Also ich würde es auf jeden Fall an alle Leute empfehlen, die irgendwie ein bisschen Probleme mit Haarausfall oder mit einem Bart, der nicht voll ist, zu tun haben. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr alle so ein genau das gleiche Ergebnis kriegt wie ich, weil ich bin halt echt mega glücklich darüber und ich wünsche es einfach nur jedem. Wirst du denn weiterhin jetzt auch eigentlich weiterhin als voll übertragen oder, weil ich jetzt, ist ja gerade No Shave November, ja, ich lasse meinen Bart auch ein bisschen wachsen. Lässt du deinen Bart jetzt auch so, wie er ist oder lässt du ihn noch weiter wachsen? Also ich lasse ihn auf jeden Fall noch weiter wachsen, ich ziehe den November knallhart durch. Geil. Ja cool, vielen lieben Dank. Also Leute, wie gesagt, ein richtig heftiger Unterschied, ein komplett anderer Mensch, wie ich finde, wenn man sich die Vorher-Nachher-Bilder nochmal anschaut, echt heftig. Und Leute, ihr wisst, ich versuche euch da draußen immer so ein bisschen was zurückzugeben. Und deshalb freue ich mich auch mega, dass ich jetzt nochmal die Möglichkeit habe, hier auf meinem Kanal was richtig Geiles zu verlosen. An dieser Stelle geht erstmal ein großes Dank raus an Elite Hair Transplant, die das Ganze möglich machen und mir nochmal die Möglichkeit geben, sowas zu verlosen. Vielen Dank an dieser Stelle. Elite Hair Transplant ist übrigens einer der führenden Anbieter, was Bart- und Haartransplantationen angeht. Und auf deren Channel wird es früher oder später auch ein paar Videos von mir geben. Also wenn ihr Bock habt, checkt den Channel auch schon mal hier oben gerne mal aus.
So Leute, und in Kooperation mit Elite Hair Transplant habt ihr jetzt da draußen die Möglichkeit, eine Barthaartransplantation zu gewinnen. Also wenn du jetzt zum Beispiel wenig Bart hast, ja, oder generell nicht mit so viel Haar ausgestattet bist, dann ist das jetzt die Chance für dich. Um bei der Verlosung teilzunehmen, müsst ihr Folgendes machen. Als erstes müsst ihr meinen YouTube-Channel abonnieren, als auch meinen Instagram-Kanal abonnieren und auch den YouTube-Channel von Elite Hair Transplant und den Instagram-Kanal von Elite Hair Transplant. Dann müsst ihr eine E-Mail schicken an umstyling@daniel-korte.com mit eurer aktuellen Haarsituation. Sprich, ihr macht ein, zwei Selfies von eurer aktuellen Haarsituation und schickt das per E-Mail zu mir durch. Und ihr müsst natürlich auch damit einverstanden sein, dass wir das Ganze aufzeichnen, denn wir werden dazu natürlich YouTube-Videos erstellen. Von daher solltet ihr auf jeden Fall damit fein sein, wenn wir das Ganze aufzeichnen und später auf YouTube veröffentlichen. Wenn du persönlich jetzt zum Beispiel nicht für eine Transplantation in Frage kommst, aber jemanden kennst, der das zum Beispiel sich mega wünschen würde, dann teile das Video gerne mit dem, weil für mich ist es halt wichtig, dass wir jemanden finden, der wie André zum Beispiel am Ende des Tages nicht nur neue Haare hat, sondern am Ende des Tages auch viel selbstbewusster ist und ein ganz anderes Lebensgefühl hat. Kommen wir noch zum heutigen Shoutout. Grüße gehen raus an Bugra Isik. Bugra, vielen Dank für deinen Support hier auf YouTube. Und wenn du da draußen auch mal gegrüßt werden möchtest in meinen Videos, dann einfach eine WhatsApp-Nachricht schreiben mit deinem Vor- und Nachnamen auf mein Community-Phone. Mehr Videos zum Thema Bart, Rasieren etc. findest du hier oben und meinen neuesten Upload findest du hier oben. Wenn dir das heutige Video gefallen hat, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben. Ich freue mich über euren Support. Macht's gut, bis dahin, Peace out.